Es ist ja auch eine initiatische Erfahrung, die ihr gemacht habt. Ne? Das bedeutet ja was für euch. Das ist eine Initiation. Ich habe sie aber sehr gut verstanden. Wir haben jetzt unsere Zeit mit unserem Kind und die wollen wir leben. Intensiv und mit großer Liebe. Ne? So. Was willst du mir sagen, mein Kind? Was flüstert der Wind? Nur Liebesworte, Mutter. Und viele gute Gaben. Mehr nicht. Mehr habe ich nicht zu sagen. Was ich auch immer wieder sage, der Seele höchstes Gut ist nicht das Leben, sondern die Liebe. Und das Problem taucht eher auf, wenn man diese andere Seite des Lebens nicht dazu gewinnt oder nicht keine Anbindung hat. Ich denke, also für mich persönlich ist es so, erst wenn wir die andere Welt dazu nehmen, sind wir ganz. Mich hat ja sehr, das hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt oder geschrieben, das Bild vom großen Herzen von eurem Sohn. Ne? Das fand ich so, das hat mich richtig erfasst. Ich gedacht, das ist die Botschaft, ja, ohne großes Herz ja, geht es mit dieser Welt nicht weiter. Ja? Da kündigt sich irgendwie was an. Wenn man das lange Geistige davor und das lange danach sieht, bis er sich wieder inkarniert, dann war es für uns alle so eine fast noch engelhafte Berührung.